Die Verallgemeinerung des Zwei-Layer-Perzeptrons zu beliebig tiefen Multilayer-Perzeptrons ist relativ einfach und sie orientiert sich 1:1 an dem, was Sie beim Zwei-Layer-Perzeptron gesehen haben. Die Architektur in ihrer ganz allgemeinen Form des Multilayer-Perzeptrons mit D verschiedenen Layern sieht wie folgt aus. Sie haben weiterhin einen Extended Input-Raum und Sie haben dann D-Ebenen, wobei die Ebenen H1 bis HD-1 die Hidden Layer sind und die letzte Ebene D dem Output Layer, den wir zuvor gesehen haben, entspricht. Sie können weiterhin beliebig viele Ausgaben erzeugen lassen von dem Modell und Sie können weiterhin auf jeder Ebene beliebig viele Perzeptrons miteinander analysieren. Und Sie können beliebig viele Ebenen dazwischen haben. Je mehr Sie machen, umso eher kann man dann von tiefen neuronalen Netzen sprechen. Die Vorwärtspropagierung in diesem Netzwerk im Vergleich zum Zwei-Layer-Netzwerk funktioniert kanonisch. Wir haben eine Modellfunktion, die geschachtelt ist und wir fangen in der tiefsten Verschachtelungsebene bei der ersten Ebene A1 an, rechnen die Multiplikation der Gewichtsmatrix aller Gewichte, die hier implizit stehen, mit dem Beispiel, das gerade propagiert werden soll, aus, wenden die vektorielle Sigmoid-Funktion an, erweitern den Vektor, der das Ergebnis ist. Das Ganze wird mit der nächsten Gewichtsmatrix multipliziert und so weiter und so fort, bis wir dann irgendwann den letzten Vektor, den letzten erweiterten Vektor nach Anwendung der Sigmoid-Funktion erhalten haben, der wiederum mit der Gewichtsmatrix des Output-Layers multipliziert wird. Eine letzte Anwendung der Sigmoid-Funktion liefert uns das Ergebnis Y. Nochmal zum Vergleich, zwei Layer. Und zurück, beliebig viele Layer. Wir sehen, es ist nur komplizierter geworden im Sinne von der Verschachtelungstiefe, nicht im Sinne von, dass die Formel sich dramatisch geändert hat. Die Rückpropagierung ändert sich nicht. Wir haben weiterhin eine Loss-Funktion. Wir nehmen weiterhin die SS-Funktion, wir schauen uns weiterhin den Output-Vektor Y an, schauen uns an, wie weicht der von der Klassenverteilung, die wir uns vorstellen, ab, berechnen den globalen quadratischen Verlust und bilden die Ableitung davon und das Ganze ist dann die Backpropagation. Sie sehen auch hier einfach den direkten Vergleich. Nichts ändert sich. Analog zu zuvor können wir auch hier die Ableitung dann gewichtsmatrixweise bilden. Ausgehend von dieser Sammlung aller Ableitungen der globalen Verlustfunktion, der partiellen Ableitung bezüglich jedes einzelnen Gewichts, wiederum alle Gewichte aller verschiedenen Matrizen kann man auch als einen Gewichtsvektor betrachten. Das ist die Hypothese. Und wiederum der praktischen Einfachheit halber werden die Ebenen voneinander getrennt. Hier der allgemeine Fall für die Ebene S, die irgendwo sich zwischen den Werten 1 und D bewegt. Die Update-Funktion hat sich nicht geändert, auch nicht die Delta-Gewichtsmatrix, die es auszurechnen gilt oder die es herzuleiten gilt oder für die es Formeln herzuleiten gilt. Die Matrix können wir hier wieder aufstellen, analog wie zuvor gesehen, elementweise partielle Ableitungen, die hiervon ausgezogen werden, abhängig davon, welche Matrix wir gerade betrachten. Und jetzt machen wir eine Fallunterscheidung in drei Fälle, nämlich wenn wir die Output-Ebene betrachten, S gleich D, dann sehen wir dieselbe Formel wie vorher. Die haben Sie schon gesehen, beim Zwei-Layer-Perzept. Wenn wir eine Ebene zwischen dem ersten Hidden Layer und der Output-Ebene betrachten,
sehen wir die Bep-Progression wieder, indem der Wert von der nachfolgenden Ebene, der Delta-Wert von der nachfolgenden Ebene hier einfließt. Und wenn wir die erste Ebene betrachten, sieht dieser Term hier ganz genauso aus, nur die Verknüpfung geschieht nicht mehr mit der Einbettung oder dem Ergebnis des Aufrufs der ebenenweise definierten Modellfunktion, die letztendlich den Vektor yhs hier minus 1 ergibt, sondern mit dem zu propagierenden Beispiel x. Wie gesagt, nochmal, das ist nicht mehr prüfungsrelevant, das dient Ihrer Information. Hier gehen wir zurück zum Algorithmus. Der ändert sich jetzt im Vergleich zum Zweilayer-Algorithmus und das ist dann der allgemeine Algorithmus, den man tatsächlich auch sehen kann an verschiedenen Stellen. Wir fangen wieder an mit der Vorwärtspropagierung, Berechnung des Modellfunktionsergebnisses für ein gegebenes Beispiel und fangen an mit der ersten Ebene, da hier ja mit x zu multiplizieren ist, die erste Gewichtsmatrix der ersten Ebene. Dann können wir in eine Zeile zusammengefassten Vorschleife, einfach nur damit es auf eine Folie passt, die Ebenen 2 bis d minus 1 berechnen und die jeweiligen Werte, die jeweiligen Einbettungen des Beispiels kommen dann hier raus. Und zuletzt für die Output-Ebene müssen wir die Erweiterung, wie sie hier zu sehen ist, nicht mehr vornehmen und wir erhalten den Modellfunktionswert y von x. Wir berechnen wieder den Fehler, wie gewohnt, mit der Loss-Funktion. Und zu guter Letzt nehmen wir die Bep-Progression wieder vor, gemäß den zuvor gesehenen Formeln. Zunächst für die Output-Ebene hier, anschließend für alle vorherigen Ebenen, abhängig davon, was auf der jeweils nachfolgenden Ebene für ein Delta berechnet wurde. Und zuletzt findet das punktweise Gewichtsupdate statt. Da gibt es wieder die Fallunterscheidung zwischen der ersten Ebene, hier das punktuelle Gewichtsmatrix-Update muss mit x verknüpft werden, also hier muss das Delta mit x verknüpft werden und mit der Millerrate multipliziert werden. Und anschließend können wir sämtliche anderen Ebenen kanonisch ausrechnen bezüglich der Einbettung, bezüglich Verknüpfung der Einbettung. Zu guter Letzt werden sämtliche Ebenen anhand dieser punktuellen Gewichtsmatrix-Updates geupdatet. Und das geschieht weiterhin, wie zuvor im anderen Algorithmus, zunächst für jedes Beispiel einzeln und drumherum wiederholt für sämtliche Beispiele, bis Konvergenz erreicht ist. Sie sehen übrigens hier unten verlinkt, auch beim anderen Algorithmus, beim Zweilayer-Algorithmus, kann ich auch nochmal den Unterschied zeigen hier, einfach nur damit Sie den Unterschied mal sehen. Gehe zweimal hin und her. Genau. Verlinkt ist ja auch der Python-Code. Da ist nicht viel. In beiden Fällen übrigens ist das leicht unterschiedlicher Python-Code. Ist jetzt nicht kein Code-Leiter hier, weil es halt einfach als Textdatei hier gespeichert ist, damit es überall leicht anzeigbar ist im Browser. Und Sie können sich das runterladen und ausführen. Das läuft dann zwar nicht auf der GPU, aber für kleinere Netzwerke reicht Ihnen die CPU allemal. Sie sehen, das ist im Prinzip nicht viel. Wir haben versucht, natürlich sämtliche Variablennamen entsprechend den Variablennamen, den Sie auch in den Folien gesehen haben, zu verwenden. Und auf diese Weise sollte die praktische Nachvollziehbarkeit gegeben sein. Wenn Sie tief in die Bibliotheken gucken, die auch für Deep Learning verwendet werden, werden Sie analoge Implementierungen hierzu wiederfinden. Der Lernschritt ist und bleibt kanonisch, wie über sämtliche Lernverfahren, wie wir bis jetzt gesehen haben, hinweg. Zunächst wird die Modellfunktion evaluiert, dann werden die Residuen berechnet oder der Fehler im Allgemeinen. Wir berechnen die Ableitung der Verlustfunktion und
führen danach das Parameter-Update durch. Auf den nachfolgenden Bemerkungsfolien, das sind nicht wenige, kommt jetzt tatsächlich die Herleitung, die ich Ihnen erspare natürlich. Und Sie sehen, das ist dann schon etwas komplizierter und Sie verstehen jetzt vielleicht auch, warum wir sie nicht auch bei den anderen Algorithmen sofort mit den maximal generischen Fall belästigen. Wenn Sie tief einsteigen wollen, können Sie sich damit auseinandersetzen. Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass das höhere Mathematik ist. Vielleicht noch als kleine Visualisierung, ohne jetzt zu sehr auf den Text drumherum einzugehen, wie es mit den Abhängigkeiten aussieht. Wenn Sie sich hier ein komplexes, tiefes neuronales Netz vorstellen, sehen Sie hier auch, wie dieses Gewicht von den nachfolgenden Ebenen und den Gewichten darin abhängt. Ja, Sie sehen es, für jedes Gewicht entspannt sich ein Baum auf. Auch für dieses Gewicht spannt sich ein Baum auf. Und die Parameter-Updates müssen das berücksichtigen. Das nur der Vollständigkeit halber. Fortgeschrittene Konzepte, die auf die zuvor gesehenen Grundlagen und die Konstruktion eines funktionierenden Multilayer-Perzeptrons mit beliebig vielen Layern aufbauen, sind die folgenden. Erstens wird die Softmax-Funktion angewendet, um den Output zu normalisieren. Sie wissen bereits aus dem Studium der logistischen Regression, dass die Sigmoid-Funktion einen Funktionsbereich zwischen 0 und 1 hat, exklusive 0 und 1, beziehungsweise die Grenzwerte 0 und 1 bis im Unendlichen. Und es werden die Werte, die nach Projektion der Beispiele auch diese Funktion, sehen Sie jetzt hier an der X-Achse, wie vorher auch schon gesehen, wir nehmen einfach hier das Skalarprodukt des Gewichtsvektors mit einem gegebenen Beispiel für variable Beispiele hier. Die Projektion auf diese Funktionen hier wird als Wahrscheinlichkeit interpretiert. Als Wahrscheinlichkeit dafür, dass das Beispiel positiv ist. Sehen wir jetzt hier. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass dieses Beispiel positiv ist, gemäß dieses Funktionswerts hier, in etwa 0,8. Ups, verzeihung. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass dieses Beispiel positiv ist, gemäß dieses Funktionswerts, ungefähr 0,05. Aus dieser Wahrscheinlichkeit können wir dann die Wahrscheinlichkeit dafür, dass dieses Beispiel negativ ist, ausrechnen, indem wir es einfach von 1 abziehen, beziehungsweise man könnte das für jedes andere Beispiel natürlich auch tun. Das heißt, wir haben hier eine vernünftige Wahrscheinlichkeitsverteilung bezüglich dieser beiden Klassen, positiv und negativ. Im allgemeinen Fall eines Multilayer-Perzeptrons haben Sie allerdings diese schöne Eigenschaft, dass es sich dabei um eine Wahrscheinlichkeitsverteilung handelt, nicht. Sondern Sie erhalten Wahrscheinlichkeiten für jede Klasse, die man mit Ja, Nein berücksichtigen kann, das heißt binäre Wahrscheinlichkeiten, aber zusammen, wenn Sie k verschiedene Klassen als Ausgabe haben, können Sie jetzt keine Annahmen darüber tätigen, dass der eine größere Wert, der herauskommt, wenn Sie all das, was jetzt hier zwischensteht, nicht machen, sondern einfach die Sigmoid-Funktion im Original anwenden auf die Ausgabe, nicht miteinander vergleichen. Nur weil bei einem 0,8 steht, heißt das nicht, dass es mehr ist, als wenn bei einem 0,7 steht. Was Sie nicht haben, ist eine Wahrscheinlichkeitsverteilung. Und demzufolge haben Sie eigentlich auch nur Konfidenzen. Um das zu korrigieren, um tatsächlich eine Wahrscheinlichkeitsverteilung zu erhalten, wird die Softmax-Funktion angewendet, die eine Verallgemeinerung der Sigmoid-Funktion ist, wie hier zu sehen. Und zwar wird der Wert zur Potenz ZI einfach durch alle möglichen Potenzen, die für eine Menge von Klassen zur Verfügung stehen, geteilt, die Summe daraus. Das entspricht der Abbildung auf den K-1 Simplex. Sie erinnern sich noch, der Simplex, ich zeige es Ihnen auch nochmal schnell, ist nichts anderes als ein
höherdimensionales Dreieck. Sie erinnern sich daran, als wir die Impurity Functions besprochen haben, das hat mit Impurity jetzt erstmal nicht so viel zu tun, aber das Angenehme am Simplex ist auch, dass es die Kolmogorov-Axiome erfüllt, nämlich das erste und das zweite Positivität und summiert sich zu 1. Das heißt, wenn Sie diese Funktion statt der Sigmoid-Funktion anwenden, deswegen hier Sigma 1, analog zur Sigma-Funktion, erhalten Sie eine Wahrscheinlichkeitsverteilung. Dafür wird die Sigma-Funktion allerdings nicht mehr angewendet auf den finalen Output, sondern es wird der finale Output einfach so genommen, wie er ist. Das heißt, hier können irgendwelche Werte stehen, auch negative Werte. Diese Normalisierungsfunktion, die Softmax-Funktion, hat damit keine Probleme. Und wenn Sie sich diese Wahrscheinlichkeitsverteilung anschauen, für die Klassenzugehörigkeit eines gegebenen Beispiels x, und wissen, dass das x nur zu genau einer Klasse gehört wahrscheinlich, dann würden Sie wahrscheinlich diese Klasse hier bevorzugen als Antwort. Das ist schließlich die wahrscheinlichste in der Verteilung. Wenn das die Ground Truth ist, dann können Sie jetzt hier auch sehen, dass offensichtlich das Modell sich trotzdem nicht ganz sicher ist. Und Sie können den Unterschied hier heranziehen, um das Modell zu trainieren. Das beendet zumindest mal die Softmax-Funktion und jetzt kommen wir schon zum nächsten Teil, nämlich dem Cross-Entropy-Loss. Sie haben jetzt hier zwei Verteilungen, nämlich die Ground-Truth-Verteilung, die sehr eingeschränkt ist. Es gibt eine Klasse, die hat eine Wahrscheinlichkeit von 1 und alle anderen Klassen haben eine Wahrscheinlichkeit von 0. Das ist aber auch eine Verteilung, eine ganz normale Wahrscheinlichkeitsverteilung, das ist die Wahrscheinlichkeitsverteilung P. Und es gibt die vorhergesagte Verteilung Q, die irgendwann mitten im Training auftritt oder auch am Ende. Und um zwei Wahrscheinlichkeitsverteilungen zu vergleichen, gibt es entsprechende Vergleichsfunktionen. Und die Cross-Entropie, die Sie insbesondere beim Bayesian Lernen schon kennengelernt haben, ist eine davon. Die Cross-Entropie-Funktion erkläre ich jetzt nicht nur im Detail, ich gebe nur die Intuition. Die Funktion berechnet die Gesamtanzahl der zusätzlichen Bits, die Sie benötigen, um ein Ereignis, zum Beispiel hier C gleich C, in einer anderen Verteilung, Q, darzustellen. Wohingegen man davon ausgeht, dass dem Ereignis eigentlich die Verteilung P zugrunde liegt. Wie viele Kosten entstehen Ihnen in gewisser Hinsicht dadurch, dass Sie die suboptimale Verteilung Q durch Ihr Modell vorhergesagt bekommen haben? Es gibt andere Methoden, das zu tun, zum Beispiel die Kubert-Leibniz-Divergenz, das ist dann die durchschnittlichen Kosten, aber wir bleiben bei Cross-Entropie. Diese Funktion wird nun statt der RSS-Funktion eingesetzt als Loss-Funktion. Hier sehen Sie den Aufbau des Ganzen, das ist einfach die Summe, ne, hier verallgemeinert, für alle möglichen Ereignisse, die wir in unserer zufallsvariablen Darstellung betrachten. Und wenn wir den Fall betrachten, dass jedes Beispiel genau einer Klasse zugehörig ist, laut der Ground Truth, ist das hier ein sogenannter One-Hot-Encoded-Vektor für die Klassen, wobei nur die Klasse eine 1 aufweist, zu der das Beispiel gehört und alle anderen Klassen einen Wert von 0 bezüglich des Beispiels. Und auf diese Weise, diese Funktion ist auch differenzierbar, genau wie die Sigmoid-Funktion. Und Sie können alles, was ich vorher gezeigt habe, nochmal anhand dieser Funktion nachvollziehen. Also, steht jetzt hier nicht, aber so würde es gemacht. Wenn Sie eine Multi-Label-Situation haben, dass ein Beispiel zu mehreren Klassen gehören kann oder anteilig zu ihren Klassen gehören kann, dann können Sie natürlich hier statt einer so eindeutigen Wahrscheinlichkeitsverteilung eine ganz normale Wahrscheinlichkeitsverteilung angeben, die halt die Zugehörigkeit, die relative Häufigkeit gemäß der Trainingsdaten widerspiegelt. Und
Das kann man dann genauso gut heranziehen hier. Dann ist das halt kein One-Hot-Encodeter Vektor, sondern die relativen Wahrscheinlichkeiten in den Trainingsdaten stehen dann entsprechend hier drin. Ändert nichts. Also die Maximum Likelihood. Das Interessante ist die Verknüpfung zur logistischen Regression. Diese Formel haben Sie so, wie sie hier ist, schon bei der logistischen Regression im Zweiklassenfall gesehen. Und das ist nun auch exakt die Formel, die, wenn Sie die Cross-Entropie einsetzen, bei der beim Multiclass-Perzeptron eingesetzt wird. Und auf diese Weise sehen Sie vielleicht auch nochmal, wenn Sie sich jetzt an die Bayesche Klassifikation erinnern, wo wir die Cross-Entropie das erste Mal eingeführt haben, die Verknüpfung des Lernens noch einmal weg vom frequentistischen hin zum subjektivistischen Lernen. Es gibt keinen sehr großen Unterschied. Es kommt letztendlich nur auf die Betrachtungsweise an und dadurch, dass man die Verbindung, die Verknüpfung, die hier herausstellt. Und das wurde viel früher unabhängig erfunden bei der logistischen Reaktion, Regression. Was ich Ihnen heute nicht zeige, einerseits, weil die Folien noch nicht so weit sind und andererseits, weil es einfach zu weit führen würde, es gibt noch viele andere Aktivierungsfunktionen für Perzeptrons. Ich zeige sie nur andeutungsweise. Statt der Sigmoid-Funktion nehmen Sie die Rectified Linear Unit, RELU, und die, hier ist der Graph nicht angezeigt, aber das sieht dann so aus. Die Sigmoid-Funktion hat dann diesen Verlauf hier, kann mit dem nicht so gut malen. Und die RELUs hat einen sehr, eindeutigen Verlauf. Es gibt anscheinend auf GELU, es gibt viele Varianten, wie immer. Für jede der Elemente, die wir Ihnen gezeigt haben, in jedem Lernalgorithmus gibt es wie immer viele Varianten. Das für Ihr Selbststudium. Das Zweite, was ich Ihnen auch nicht zeige, ist das weitere fortgeschrittene Konzept, was natürlich selbstverständlich auch bei den Multilayer-Perzeptrons Anwendung findet, nämlich die Regularisierung. Ich hoffe, Sie erinnern sich, was Regularisierung soll, nämlich es soll das Overfitting verhindern, indem die Komplexität der Modellfunktion oder der Hypothese, die erlernt wird, der Parameter durch einen zusätzlichen Faktor in der Modellfunktion beschränkt wird. Oder zumindest ein bisschen eingeschränkt wird. Gemäß des Prinzips Occam's Razor. Dropout ist hier nochmal erklärt und im Endeffekt bedeutet es einfach nur, dass man dafür sorgt, dass gewisse Teile des Netzwerks unterwegs Werte vergessen, insbesondere wenn sie zu klein sind. Das Letzte, was ich noch zeige, ohne jetzt zu sehr in die Tiefe zu gehen, ist das sogenannte Momentum-Konzept. Hier wird es schon sehr speziell, kann ich sagen, aber Sie werden auch den Begriff öfter mal hören. Das Momentum-Konzept soll die Lernrate dynamisch anpassen an die Lernsituation. Sie sehen hier in den ersten beiden Formeln, die Folien sind jetzt noch nicht sehr intensiv ausgearbeitet. Man würde das sicherlich noch ein bisschen weiter ausarbeiten. Sie sehen in den ersten beiden Formeln die Zweiklassensituation und in den zweiten beiden Formeln die, nicht die Zweiklassen, sondern die Zwei-Layer-Situation und hier die generische Multilayer-Situation. Wir bleiben beim Zwei-Layer-Situation. Das hier haben Sie schon gesehen. Und was in Zukunft zu dem kleinen Delta WO bzw. kleinen Delta WH ist ein weiterer Summand und der hat zwei Komponenten, nämlich die Multiplikation aus Alpha mit dem Gewichtsupdate des vorherigen Schrittes. Das sehen Sie jetzt hier, diese Klammerung, die soll das andeuten, dass der vorherige Schritt, das Gewichtsmatrix-Update für ein gegebenes Beispiel X des vorherigen Schrittes mit einbezogen wird noch einmal in das neuerliche Gewichtsmatrix-Update. Warum? Einerseits, wenn Sie sich bei der, gehe ich nochmal ein ganz weites Stück zurück,
Na, okay, müssen wir nochmal hier hin, Entschuldigung. Nee, da bin ich ganz normal dran. Sorry. Muss ich nochmal die anderen Folien setzen. Ja, wir kommen auch sonst erklären. Wenn Sie sich irgendwo beim Gradientenabstieg hier befinden und in die Richtung eines Minimums bewegen mit Ihrer mit Ihrem Parametervektor, dann, das ist hier vielleicht falsch erklärt, Entschuldigung, das ist, weil wir nicht im Lossraum sind, Augenblick. Hier ist es besser. Genau, wenn Sie sich irgendwo mit Ihrem Parametervektor für diese beiden Parameter jetzt hier in eine bestimmte Richtung bewegen, in einem, im Lernschritt t-1 und im Lernschritt t dieselbe Richtung wählen, dann könnte es ja sein, dass Sie sich hier auf einem starken Gefälle befinden und dieses Gefälle könnte man natürlich versuchen, schneller zu überbrücken. Das ist exakt, was das Addieren mit einem gewissen Faktor zwischen 0,1, der Alpha ist, des vorherigen Gewichtsmatrix-Updates bewirkt. So, springe ich jetzt nochmal hin, Entschuldigung für das Ganze hin und her springen. Und zwar sorgt das für Inertia, das bedeutet Trägheit. Sie können sich vorstellen, wenn sich eine große Masse im Raum bewegt und sie versuchen, die Richtung zu ändern, dann bewegen sie sich immer noch ein kleines Stück in dieselbe Richtung. Und wenn sie sich weiterhin in dieselbe Richtung bewegen, hier den Gradienten ins Gefälle reinsteigen, dann werden sie einfach ein bisschen schneller. Wenn Sie die Richtung ändern, wenn der Gradientenabstieg sagt, jetzt gehe ich dahin und vorher bin ich in die Richtung gegangen, dann bewegt man sich trotzdem noch ein ganz kleines bisschen mit in die Richtung. Das ist dann die Trägheit, die hier abgebildet wird. Und das alles wird einfach nur durch das Hinzunehmen des vorigen Gewichtsmatrix-Updates erreicht. Auf diese Weise wird die Lernrate Eta, die hier eigentlich noch fix ist, ein bisschen adaptiert. Und das soll es für heute gewesen sein. Ausblick. Es gibt ein paar Folien dazu. Automatic Gradient Computation. Ich sage nur, worum es da geht. Autodiff heißt das auch. Jetzt haben wir die ganze Zeit über Lossfunktionen geredet und wie man die Ableitungen bildet. Das haben wir manuell hergeleitet. Und das möchte man nicht. Sie möchten, wenn Sie ein tiefes neuronales Netz definieren, das eine spezielle Aufgabe erfüllt, gegebenenfalls Faktoren in die Lossfunktion mit aufnehmen, die spezielle Eigenschaften Ihres Problems berücksichtigen. Sie wollen Wissen in die Lossfunktion mit aufnehmen, das Ihnen dabei hilft, das dem Modell dabei hilft, beim Lernen, das Problem besser zu lösen. Das würde bedeuten, wenn man jedes Mal manuell die Ableitung herleiten müsste, dass Sie erstens dafür, das müsste Sie oder so darauf achten, dass eine adaptierte Lossfunktion bezüglich eines Problems angepasste immer noch differenzierbar ist, aber gleichzeitig müssten Sie jedes Mal die ganze Mathe wieder von vorne ausführen. Kann sich ja einiges ändern. Und das will man nicht. Deswegen möchte man einfach eine Lossfunktion, die differenzierbar ist, definieren und der Computer soll bitte automatisch die Ableitungen, die nötig sind, bilden. Und das geschieht mit Automatic Gradient Descent, was hier aber nicht Gegenstand weiter der Forderung sein wird.